Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und in diesem Video öffnen wir eine weitere Footies Ultimate Champions Upgrade SBC bzw. den Player Pick mit den 5 Spielern aus, ja, vermutlich den besten Karten, die man in FIFA 21 noch so ziehen kann. Ansonsten, wir haben bereits eine dieser SBC gestern schon geöffnet und da hatte ich einen Big Player drin, der mein Main Team auf jeden Fall stark verbessert hat. Könnt ihr euch gerne noch anschauen, ich möchte jetzt nicht vorweg so viel spoilern, aber es war wirklich eine sehr, sehr gute Karte und das gleiche erhoffen wir uns heute auch. Ich weiß aber allerdings, dass man auch sehr, sehr viel Mist ziehen kann, gerade wenn man solche Teams oder sehr gute Teams schon hat, dann ja, sind da auch sehr unbrauchbare Spieler dabei. Nichtsdestotrotz wollen wir es auf jeden Fall wagen, vielleicht Neymar, Ronaldo in der Sommer Stars Edition zu ziehen. Vielleicht sogar auch als Tots, auch wenn man zum Beispiel einen Ronaldo nicht mehr brauchen würde. Okay, ansonsten so sieht das Ganze aus. Man muss hier Champions bzw. Weekend League Spiele abgeben. Das sind für Champions Karten, die bekommt man ja mit dem Spielen der Weekend League oder Weekend League Plus Rewards. Auf jeden Fall muss man dafür ein bisschen Weekend League spielen. Okay, wir geben das Ganze ab. Hier sind 3 Spieler, die ich wahrscheinlich nie gespielt habe. Schaue ich mal. Nein, 0 Spiele. 0 Spiele und Fekir. Auch 0 Spiele. Von daher, Arrivederci, macht's gut, ihr Jungs. Ich hoffe, ihr bringt mir Glück. Ansonsten ist es natürlich auch gutes SBC-Futter, aber das habe ich ohnehin noch. Das ist nicht so schlimm. Und Fekir darf auch gehen. Und damit haben wir diese SBC abgeschlossen und uns erwartet jetzt ein Player-Pick von 5 Spielern. Wir gehen direkt hier trocken rein. Let's go. Oh, das ist tatsächlich eine, ich würde mal sagen, eine schlechte Auswahl. Nichtsdestotrotz will ich mich hier nicht beschweren. 94, ja, Ederson, also das war nichts. Emre Can natürlich als BVB-Fan wäre natürlich auch eine Option. Sonst ist das hier eher mau und nicht so gut wie gestern. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz mein Main-Team an. Natürlich gehe ich hier fürs Rating für eine SBC. Da bin ich ja fleißig dabei, auch noch einige SBCs abzuschließen. Also dieser Pick hat sich meiner Meinung nach nicht gelohnt. Das ist mein aktuelles Team, wie ihr seht. Ja, mache ich so ein paar SBCs auf jeden Fall mit. Die Footies-Sammlung, die, ja, die füllt sich. Und mal gucken, wie viele davon noch kommen werden. Heute soll wahrscheinlich die Baller erscheinen, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr das Video hier gesehen habt. Okay. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht wollt ihr noch ein weiteres Video davon sehen. Ich habe noch ein paar rote Spieler. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich die jetzt dafür alle opfern möchte. Lasst mich mal gerne wissen, wollt ihr noch Teil 3 haben? Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.